Ja, hallo und willkommen zurück bei Cryo 4. Mal wieder. Hey. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz jetzt schon gesagt habe. Ich habe jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Mal habe ich es fast wieder bis zum Ende geschafft. Und wurde wieder von einem Kettensägentypen gelaufen, weil ich es immer wieder verpeile. Das Beste ist immer, wenn ich dann eigentlich links anstatt direkt, nee, nach rechts anstatt direkt in die Arme von dem Typen laufen würde. Aber das kann ich mir irgendwie immer nie merken und deswegen habe ich mir mal ein Video angeguckt und habe da gemerkt, oh, Moment, ich muss wirklich da lang laufen. Naja, und ich hoffe jetzt mal, dass ich es diesmal auch wieder schaffe. Soweit zumindest. So ist die Planung. Zack. Weg mit dich. Und ja, seid mir nicht böse wegen diesem kleinen Selbstspoiler, aber ich hatte keine Lust, das immer wieder aufzunehmen und dann irgendwann erst zu merken, scheiße. Du musst wirklich erst da lang laufen. Und ja. Ja. Ein paar mehr Kniffe rausgefunden. Ich weiß gerade gar nicht, welche von denen ich noch nicht angewandt habe im ersten Aufnahmedings. Aber so langsam aber sicher kann man sagen, ja, läuft. Kann das Level fast im Schlaf. Ich muss mich manchmal nur nicht so blöd anstellen. So wie jetzt zum Beispiel, wo ich einfach in der Ecke hängen bleibe. Oh, blöde Ecke, mag mich nicht, will, dass ich sterbe. Oh. So, dann geht's hier raus, dann trifft mich bestimmt erstmal wieder eins von diesen Betten. Ja, ich sag's ja. Das ist komischerweise immer jetzt so, bei den letzten Versuchen auch immer so gewesen. Keine Ahnung warum. Kommt wahrscheinlich daher, weil ich genau unter dem Bett langlaufe oder so. So, Ausdauer hoch regenerieren, Ausdauer regenerieren, Ausdauer regenerieren. Wow. Hey, das ist ja widerlich. Spuck hier doch nicht mit deinem Rotz rum. Gar kein Gefühl, gar kein Verständnis dafür. Wenn das jetzt irgendjemand getroffen hätte, was wäre denn dann passiert? Hier bleibe ich auch noch ganz gern hängen und krieg Schaden, aber es geht. Stehen bleiben, nicht runterfallen. Ja, perfekt. Ab zur Baustelle, aber vorher nochmal in den Raum mit den zwei Kreischern. Die einem nur beim ersten Mal erschrecken, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber hier gibt es immer noch so manche Sachen, die mich einfach extrem erschrecken, auch wenn ich schon weiß, dass es da ist. Es ist einfach, ich bin irgendwie leicht erschreckbar eigentlich. Eigentlich. Zwar nicht so extrem leicht erschreckbar, aber ich bin leicht erschreckbar, das kann man schon sagen. So, hier kriege ich auch immer Schaden, weil diese Typen da nicht aus ihrem Gang rauskommen. Au, genau deswegen. Au, danke. So, die müssen zweimal einmal schießen. Dann muss ich außen rumlaufen, dann müssen die nochmal schießen, dann kann ich die Leiter hochgehen. Kriegt schon langsam überall Routine rein. Zack, 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 zack. Hoch zur Baustelle. Klang, 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 klang. Und oben. So außen rumlaufen. Na, ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal mal über die Baustelle drüber gelaufen bin. Weil ich nicht wusste, dass man da ganz so einfach ganz leicht abkürzen konnte. Dann immer so, ah, da ist ein Riese, da ist ein Riese, da, da, da. Ich glaube, das habe ich auch schon mal einmal erwähnt. Kann auch sein, dass ich letztes Mal erwähnt habe oder ein paar zuvor, den ich aufgenommen habe und ich veröffentlicht habe, aber das ist ja. Ich quatsche zu viel, weil ich einfach schon durcheinander bringe, was ich schon einmal alles gesagt habe und was nicht. Dreck. So, rechts rumgehen, weil da treffen wir nur auf zwei von den Viechern. Ich kommentiere jetzt nochmal mich selbst. Ich kommentiere das Spiel und ich kommentiere das, was ich mache, was ihr sowieso schon seht. Ist das nicht super? Nachladen. Ich kann auch nicht damit aufhören, ich weiß nicht warum. Das ist, glaube ich, so eine typische falsche Richtung gegangen, Krankheit. Tipp, 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 tipp. So, wenn ich abgelenkt bin, dann passiert mir das. So. Das Gitter kommt weg. Und was ich auch machen sollte jetzt immer: das Bett abschießen. Weil es ist mir nicht. Es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich hier versucht habe reinzuspringen und dann hat sich das Bett genau über mir positioniert und mich mit dem Messer geschlagen. Und das hat auch verdammt viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Oh. Der erste Schuss ging natürlich wieder durch, warum auch immer. Jetzt stirb schon. Dann darf ich wieder so 10.000 Jahre auf das Vieh einprügeln. So. Dran vorbei und hoch da. Zack, klack. 10 Schuss haben wir noch, die werden wir auch noch brauchen, gut gebrauchen können. So, hier laufen wir auch wieder an allen Gegnern vorbei.
Naja, es sei denn, ich laufe gegen die Gegner gegen, dann laufen wir nicht an denen vorbei. So, dann geht's hoch. Wo kommen wir dann? Genau, dann kommt der erste Kettensägen-Typ, bei dem ich mich auch schon so oft verjagt habe. Vor allem, weil ich einmal gemerkt habe, dass er mir die Treppe hochfolgt. Ich dachte, er bleibt eigentlich unten an der Treppe stehen. Das war so ein boah, Schreckmoment. Ich dachte so, what the fuck, wie schnell kommt der Typ mir denn hinterher? So, ah, lauf schneller. Und vorher, beim ersten Mal bin ich natürlich so ganz gechillt hier lang gegangen, weil ich dachte, ach, der bleibt da unten stehen, der erwischt mich schon nicht. Niemals. Aber nö, so kann man sich irren, ne? Hat mich dann trotzdem nicht erwischt, aber es war trotzdem ein extremer Schreckmoment. Könnt ihr von ausgehen. So, wenn ich da jetzt durch die Tür gehe, wird gleich erstmal so ein Vieh vor mir sein, dann muss ich gleich rechts die Tür benutzen, um ja keinen Schuss zu verballern, weil die brauche ich jetzt hier. Da ist noch so ein Vieh. Ah, natürlich muss ich genau, kommt das Vieh genau dann, wenn ich nachlade, ne? Ah, es hat mich aber nicht getroffen. Es hat den Kopf explodiert, aber ich habe keinen Schaden gekriegt, glaube ich. So, dann sammeln wir nochmal die Munition hier ein. Die 15 Schuss, die hier überall rumliegen. 5. So. 10. So. Schneller, schneller, schneller. 15 und yeah, weiter geht's mit dem Spiel. Jetzt kommen wir zum zweiten Kettensägen-Typen, glaube ich, war das. Oder? Nein, erst kommen wir zu dem Buch, was uns ein bisschen Schaden macht. Das können wir aber noch getrost ignorieren. Soll keine Munition verschwenden. So, jetzt kommt der Kettensägen-Typ. Oh, er hat das Geräusch nicht gemacht. Er ist verbuggt. Sehr gut. Er hat uns vielleicht nicht gesehen. So, Außergewöhnliche regenerieren. Wir werden nicht zum Van laufen, hinten uns die Munition holen, weil die brauchen wir nicht. Und wir werden direkt dann zu dem Haushalt laufen. Ja. Lass mich doch. Oh ja, klar. Erwisch mich halt noch. Drecksvieh. So ein Drecksvieh. Au, 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 au. Au. Warum? Ich hätte mehr Ausdauer regenerieren sollen. Verfluchter Dreck nochmal. So, hier kommt gleich nochmal so ein kleines Vieh. Genau das. Oben lag keine Muni. Kam irgendwas hinter der Tür? Ich glaube nicht. Und wenn, dann kann ich auch immer durchlaufen. Ja, genau hier. Mit den Typen kann ich durchlaufen. Ich muss sie nicht erschießen. Hier gibt es keine Munition und nichts. Zack. Ganz easy. Das Bett ignorieren wir. Gehen nach oben. So, so, so. Und schießen die Viecher hier mal durchs Gitter ab. Na, kann ich doch eigentlich durchschlagen? Nein, natürlich nicht. Eigentlich brauchen wir schon gar nicht mehr so viel Munition, weil, wie ich vermutet habe, ist das da wirklich der Ausgang. Nachdem wir an dem Kettensägen-Typen vorbei sind, kommen wir wirklich hier raus und gehen da rein und dann ist Ende. Ich weiß gerade nur nicht mehr schon wieder... Musste ich links lang? Musste ich die andere... Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, welche Richtung ich laufen muss. Nein! Hey, die kann man doch töten. Ich war bis jetzt wirklich der Überzeugung, dass man die nicht töten konnte. Keine Ahnung, ob ich die immer so unglücklich getroffen habe oder was weiß ich. Ich war wirklich der Meinung, die kann man nicht treffen. Geh da durch. Perfekt. Und wir haben durch dieses Buch, das hätte ich wirklich erschießen sollen, weil wir haben wirklich wieder viel Leben dadurch verloren eben gerade. Ja klar, schieße ich erstmal voll, kann er nehmen. Das Bett, das hat mich auch so verdammt oft überrascht. So, wir können von mir aus die ganze Munition darüber verbraten. Die brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr. Wie gesagt, Hauptsache ich vergesse nicht, wo ich langlaufen musste. Beziehungsweise ich habe es schon vergessen und ich hoffe, ich nehme jetzt auch gleich den richtigen Weg wieder. Nachladen. Klack. So ein Revolver ist schon was Feines. Okay, ich kann da nicht durchschießen. Aber besser als wenigstens zu versuchen, als den Schuss zu einfach so zu vergeuden. Na, komm her, Mülltüti. Steady, steady. Zack.
So, durch da. Und ich bin wirklich einfach immer in die falsche Richtung gelaufen. Wirklich andauernd. 3-4 Mal oder so. Bis ich gemerkt habe, bis ich dann im Video gesehen habe, hier geht's lang. Und hey, wir haben es geschafft. Unglaublich. Da, Co-Collision. Mind of Simon was not an easy undertaking to start with. Wading through the arcane creations that his book has summoned was a nightmare I will never be able to grasp. But I made it. I managed to destroy his creations and their passage. The book. Yes. Wir haben es geschafft, endlich. Keine Ahnung, wie viele Versuche mich das insgesamt gebraucht hat, aber es waren viele. Und wir haben die Note B gekriegt. Normal. Ending Scene 6, wir haben noch keine 6 gesehen. Shots feiert 41, 37 Gramm getroffen. Naja, ich habe ein bisschen daneben geschossen, aber ja. 90%, das ist immer was. 1,5 Kilometer sind wir gelaufen. 10 Minuten haben wir gebraucht und 3 mit Melee down geknöppelt. 24 mit Firearms. Und wir haben die Night Vision unlocked. Cool. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man die Unlock Ables hier einsetzt. Ah, press F to FN. Oh, dann wird das Spiel ja richtig leicht jetzt. Boah. Wenn es nirgends so mit dunkel ist. Na, vielleicht kann man es ja an den Custom-Kampagnen einsetzen, wie ich schon einmal gezeigt habe. Die werden nämlich als nächstes kommen. Ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall eine kleine Pause nehmen vom Cryo 4 spielen, weil ich jetzt mal genug von dem Spiel habe. Aber das wird so voraussichtlich mein nächstes sein. Mein nächster Punkt, den ich nehme. Und da sieht man schon, es sind anscheinend sehr viele geplant oder die haben einfach nur aus Versehen zu viele Nicht-Availables da reingesetzt. Na gut, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann bei der nächsten Playlist, die dann heißen wird Custom Campaigns, Cryo 4 oder Let's Play Cross Custom Campaigns. Mit mir dem Punkt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.